Ja, jetzt muss das geht. Also ich begrüße Sie sehr herzlich heute Abend in der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir haben hier als erstes Thema uns vorgenommen zu untersuchen, welche Möglichkeiten das Theater für politische Bildung hat. Und da habe ich drei tolle Gesprächspartner, nämlich Ellen Überscheer, die gleichzeitig einer von zwei Vorständen der Heinrich-Böll-Stiftung ist und frisch im Amt. Guten Abend. Dann habe ich Ulrich Kuhn, Intendant des Deutschen Theaters und Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Wie war das? Ich glaube, du sitzt hier, ja. Und zum Schluss Kai Voges, Intendant des Theater Dortmund und damit sozusagen Produzent der Videovorlesung von Arne Vogelgesang, die wir gerade gesehen haben. So. Ja, schön, dass Sie alle da sind. Ich werde mal versuchen, hier zu moderieren. Bin normalerweise eher gewohnt, hinter der Kamera und an meinem Schreibtisch zu sitzen und zu schreiben und nicht so viel zu reden. Aber heute wechsle ich mal die Rolle. Also, welche Rolle spielt der Ort und die Methode Theater für die politische Bildung heute, ist die Fragestellung, die wir uns hier vorgenommen haben. Welche Wirksamkeit kann sich bei einem Theaterbesuch entfalten? Und sind die Maßstäbe der politischen Bildung, wie das Darstellen bestehender Meinungsunterschiede mit dem Theater überhaupt vereinbar? Da wir nun gesehen haben, wie die Begriffe durcheinanderpurzeln, die Öffentlichkeit irgendwie zerfällt in Leute, die alle Begriffe eigentlich unterwandern, die wir bisher von Gesellschaft und Demokratie hatten, würde ich eigentlich ganz gerne erstmal Ellen Überscheer bitten, zu definieren, was politische Bildung eigentlich ist. Davor möchte ich sie gerne vorstellen. Sie ist eine promovierte Theologin, wurde 2004 zur Pfarrerin ordiniert und hat über 10 Jahre lang den Deutschen Kirchentag geleitet als Generalsekretärin. Davor war sie Studienleiterin für Theologie, Ethik und Recht an der Evangelischen Akademie in Loccum. Und hier als nun Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung ist sie verantwortlich unter anderem für die Inlandsarbeit der Stiftung sowie für Außen- und Sicherheitspolitik Europa und Nordamerika. Ellen Überscheer, politische Bildung. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Also wir alle, glaube ich, sind noch ein bisschen unter dem Eindruck dieser Köpfe. Und ich habe mich natürlich die ganze Zeit gefragt, wie weit weg sind die eigentlich von etwas, was ich als Bildung überhaupt bezeichnen würde. Ich habe die Anweisung, keine Keynote zu halten. Aber ich würde ganz gerne einen etwas weiteren Bogen schlagen, einen 3 Punkte machen, was politische Bildung ist und eine Frage dann in den Raum werfen. Der Bogen fängt an mit dem Begriff von Bildung. Bildung hat ja, wenn Sie sich das grammatikalisch angucken, immer mit Selbstbildung zu tun. Ja? Ich bilde mich, ich bin gebildet. Das heißt, es heißt ja nicht Erziehung, ja? Erziehung ist was anderes, aber Bildung ist etwas, was mit mir zu tun hat. Wenn man bei Meister Eckhart guckt, in der Mystik, wie der Bildungsbegriff da gebildet worden ist vor vielen 100 Jahren, dann ist es dieses sich selbst transzendieren, sich selbst ins Weite hinaus, ins Öffentliche begeben. Und wenn ich das verbinde mit dem Begriff der Polis, also dem Öffentlichen, ja, dann entsteht etwas, wo ich selbst als Mensch hinausgehe in das Öffentliche, mich daran beteilige und die Dinge, die da sind, also die Res, ja, die Res Publicae, die öffentlichen Dinge, für mich sozusagen definiere und in Anspruch nehme. Und so ist das dann wie in diesem lateinischen Satz, tua res agitur, es geht um deine Sache. Um welche Sache geht es eigentlich? Was sind denn die res publicae, die mich angehen? Dann kann das sein, ich engagiere mich in einem Verein, der dafür kämpft, dass das Schwimmbad nicht geschlossen wird. Es kann aber auch sein, die Hohe Schule der Demokratie, ich kandidiere selbst als Abgeordnete oder im Parlament oder in irgendeiner anderen Institution, als Schulelternbeirat, was auch immer. Das ist für mich sozusagen dieser Raum, daher kommt das. Und deshalb hat Bildung immer etwas damit zu tun, dass man selbst als Mensch sich
in dieses Weite, in diesen transzendenten öffentlichen Raum hineinbegibt. Und deshalb ist politische Bildung so, dass sie eigentlich drei Aufgaben hat. Das eine ist natürlich Wissensvermittlung. Das ist das, was auch in der Schule wesentlich passiert. Ich muss ja erstmal verstehen, worum es geht, worum geht's eigentlich, wie funktioniert das der Parlamentarismus zum Beispiel oder wie funktioniert die Gesellschaft. Das ist dieses Wissen und Information rüberbringen. Und das zweite ist, das hat dann schon eher mit diesem sich bilden zu tun, dass wir politische Urteilsfähigkeit erlangen, dass wir wissen, wie beurteile ich das, was ich sehe? Also wie beurteilen wir das, was uns vorgeführt worden ist jetzt von Frank Vogel gesagt? Wie beurteilen wir das? Das ist eine Aufgabe politischer Bildung, uns dazu zu befähigen, dieses Urteil zu fällen. Und das Dritte ist, uns dann auch zu befähigen, zu handeln. Wenn jetzt vielleicht einige von Ihnen in Anbetracht der Köpfe etwas zurückschrecken und denken, was handle ich denn da jetzt? Aber das ist sozusagen der dritte wirklich wesentliche und wichtige Punkt, politische Handlungsfähigkeit einzuüben, zu zeigen, was kann ich denn eigentlich tun? Ich habe bei dem, wir haben ja dieses Theater als moralische Anstalt hier auch als Überschrift, also Schillers theoretische Idee, dass das Theater ein Ort der politischen Bildung sein kann oder ist, so in diesem Sinne, wie ich es geschildert habe, der Information, der politischen Urteilsfähigkeit und der Anleitung auch zum politischen Handeln. Und mir ging die ganze Zeit wenn man das jetzt nicht von Schillers theoretischen Schriften aus betrachtet, sondern von den Kranichen, diesem 24-Strophen-Gedicht, die Kraniche des Ibikus aus. Sie kennen die Geschichte, da ist der Mörder, ja, der sozusagen auf dem Weg ins antike Theater ist und einen Dichter erschlägt und dann sitzt er da und vor ihm entfaltet sich also dieses Schauspiel, besinnungsraubend, herzbetörend, schallt der Irinien Gesang, erschallt des Hörers Mark verzehrend und duldet nicht der Leier Klang. Und das ist sozusagen genau dieser Moment, wo der Mörder, also das merkt man ja schon, nicht besinnungsraubend und so, wo der Mörder sich offenbart, ja, sich offenbaren muss, weil es gar nicht mehr anders geht. Sieh da, Timotheus, die Kraniche des Ibikus. So, da ist er gestellt. Also das kann Theater. Theater kann selbst den Mörder überführen, also die moralische, das innere moralische Gleichgewicht wiederherstellen. Und jetzt kommt der Punkt, ich glaube, dass das zu positiv gedacht ist, dass der Mensch durch diese Art von Theater, durch Spiel und Spiegel von alleine hinaus ins Humanum zu sich selbst und zum Menschlichen findet. Und das würde ich gerne diskutieren. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Ulrich Kuhn. Ulrich Kuhn leitet nämlich, also das diskutieren wir, aber wir müssen ja hier erstmal unsere Establishing-Shots hier machen, nicht? Wir können jetzt hier, ne? So gehört sich das in einer ordentlichen Talkshow. Also, hier Ulrich Kuhn ist übrigens auch Theologe, weil die haben ja doch einiges gemeinsam, die Theologen und die Theaterleute, sie wollen nämlich, dass die Menschen zu besseren Menschen machen. Und er ist auch Jurist und Germanist und nach Intendanzen und alles mit Staatsexamen, wenn ich das richtig recherchiert habe, nach Intendanzen in Konstanz, Hannover und Hamburg ist er seit 2009 der Intendant des Deutschen Theaters Berlin, hier gegenüber dieses Hauses. Er ist außerdem seit letztem Jahr der Nachfolger von Barbara Kissel als Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Dort ist er seit 2002 schon in verschiedenen Funktionen aktiv. Unter anderem war er von 2011 bis 2016 der Vorsitzende der Intendantengruppe des Deutschen Bühnenvereins. Intendantengruppe deswegen, weil der Deutsche Bühnenverein ist die Dachorganisation der Träger von Theater, sowas wie der Arbeitgeberverein der Deutschen Theater. Aber es sind dort eben nicht nur künstlerische Leiter von Theatern und Intendanten so vertreten, sondern auch Vertreter der Rechtsvertreter aus Kommunen, aus Städten und so, von öffentlich-rechtlichen Anstalten. Also das ist eine relativ diverse Organisation mit sehr verschiedenen Interessen, die es da zu koordinieren gibt. Und
Herr Kuhn ist jetzt für alle zuständig, aber was das für Probleme vielleicht, das versuchen wir auch nochmal anzusprechen. Jetzt würde ich ganz gerne erstmal wissen, wie eigentlich der Diskussionsstand im Bühnenverein ist, was politische Bildung betrifft. Denn Theater sind ja erstmal im weitesten Sinne auch Anstalten von kultureller Bildung gewesen, lange im Verständnis des bürgerlichen, der bürgerlichen Gesellschaft. Ich würde vielleicht trotzdem bei Schiller anfangen, aber ganz kurz nur, weil ich Ihnen, also Schiller versucht ja praktisch das Gefühl und das Denken oder Sinn und Sinnlichkeit, wenn man so will, zusammenzukriegen. Und zwar, indem der Mensch halt spielend quasi so eine Synthese hinkriegt, die am Schluss dann aber eben ihn zum Besseren bringt. Ich bin wie Sie der Meinung, dass das zu optimistisch ist, habe aber trotzdem eine große Sympathie für eine Selbstüberforderung des Theaters, sagen wir so. Also die kleinen Brötchen, die backen wir sowieso. Übrigens, in der Theologie ist es ja ähnlich, ne? Also da könnte man auch das mal durchbuchstabieren. Dass man dann scheitert oder dass dieses Erhabene, was Schiller so kühn in den Raum stellt, oder dass der spielende Mensch sich quasi selbst erlöst. Ja, also vielleicht funktioniert das alles nicht, aber dieser steile Aufschlag, den finde ich schon eine unglaubliche Herausforderung an uns. Und wir haben da jetzt 2 Stunden diese steilen Schwachsinnsaufschläge erlebt mit einem Selbstbewusstsein, wo man dann sagen kann, der eine ist durchgeknallt, der andere spinnt, der dritte will sich selber erleben. Und trotzdem beschäftigt es einem ja unglaublich, ne? Und ich denke, auf der anderen Seite ist es gut, dass es so eine Selbstüberforderung, auch so ein großes Selbstvertrauen in die Wirkmächtigkeit des Theatralen oder von mir aus der Bühnen oder der Bühne als moralischer Anstalt gibt. Und da muss man das diskutieren, und wenn einem die Leute dann das Gegenteil beweisen, dann muss man wieder von vorne anfangen. Aber so ganz grundsätzlich bin ich eher ein Schiller-Anhänger, weil er mich im Grunde hochzieht und auch in einer gewissen Weise dann auch ein Vorbild ist, wenn man so will. Und jetzt kommen wir in die Niederungen dessen, was Sie beschrieben haben. Ich würde auch dem Bühnenverein gerne, obwohl alles richtig ist, was Sie sagen, der ist Arbeitgeberverband, der ist Interessensvertretung und so weiter. Für mich ist er in erster Linie eine Runde von Menschen, die was Ähnliches wollen. Da müssen sie sich immer wieder verständigen, was ist das eigentlich, auf welchen Wegen tun wir das. Ich arbeite so viel im Bühnenverein seit Jahrzehnten, weil ich immer glaube, und insofern bin ich schon ein Gegenentwurf zu diesen praktisch in der Kamera solistisch rein redenden Menschen. Ich glaube, dass die Gemeinschaft der Handelnden auch im Streit einfach was Tolles ist. Und alle, die Theater machen, wir streiten natürlich auch viel und kriegen viel nicht hin und so weiter. Aber für mich ist das dann auch wichtig, dass wir uns immer wieder austauschen und finden und die Wege beschreiben und von den anderen Wegen lernen. Also heute hatten wir ja auch so ein Beispiel, da kann man durchaus sagen, also von Kai Voges kann man ja auch lernen. Aber auch umgekehrt. Also es ist ein Geflecht. Aber ich wollte jetzt trotzdem noch mal ein bisschen konkreter werden. Politische Bildung. Ja, wie genau da der Diskussionsstand ist im Bühnenverein. Sie haben ja viele Erklärungen dann immer abgegeben, auch gegen die AfD. Es gab kurz vor der Wahl die Anzeige in der Zeit, wo Theater als Erfahrungsräume der Demokratie annonciert worden sind. Also das eine ist, dass ich ähnlich wie Sie glaube, dass Bildung, also das Theater eher ein Anregungsfeld ist, um sich selber zu bilden. Also immer, wenn man mit dem Zeigefinger um die Ecke rumkommt, funktioniert das ja nicht. Kein Mensch will belehrt werden, sondern er will im Grunde auf was kommen. Da ist es Theater aber natürlich mit seinen Geschichten, aber auch mit seinen Reflexionen, also im Grunde mit seiner Sinnlichkeit, eigentlich ein idealer Raum, weil es ja
nicht belehrt, sondern weil es Zwischenräume lässt und weil es uns ja nicht praktisch von A nach B führt und in so einer inneren Logik, sondern weil es eher Logiken aufsprengt. Jetzt fragen Sie aber, ja, und warum macht ihr dann solche Anzeigen? Ich bin in der Tat der Meinung, dass man im Moment mal Farbe bekennen muss und dass man sowieso als Theatermacher erkennbar werden muss und sich nicht quasi verstecken kann als Intendant hinter seinen Schauspielern und als Bühnenvereinspräsident hinter seinen Intendanten, sondern dass wir sagen müssen, ja, der Meinung bin ich übrigens schon damals, als die Demokratie praktisch aus einer anderen Ecke immer in Frage gestellt wurde, nämlich muss nicht alles flüssiger werden, muss nicht alles von allen dauernd beschlossen werden. Das halte ich für eine totale Überforderung. Also das heißt, wir müssen erkennbar werden in dem, auch wofür wir stehen. Und deswegen haben da 70 Intendanten einen relativ einfachen Aufruf unterschrieben, wo man sagen könnte, da rennt ihr offene Türen ein. Das war auch bei uns dann wieder eine Diskussion. Da habe ich gesagt, ja Leute, sollen wir noch 3 Wochen weiter diskutieren? Und dann kommt gar nichts dabei raus. Also ist das einfach ein Bekenntnis zur Demokratie, ein Bekenntnis zur Verfassung, Bekenntnis zur Vielfalt, ein Bekenntnis zur offenen Gesellschaft. Und in diesem Rahmen, das konnten über 70 Intendanten unterschreiben. Und das war, finde ich, mal ein Statement. Und das hat uns auch, das führt uns raus aus dieser Unsichtbarkeit hinter so einer Einrichtung. Bühnenverein ist doch ein völlig blödsinniger, praktisch für den Menschen, ein blödsinniger Begriff. Das ist so wie Kurie oder was weiß ich, oder wie Bischofskonferenz und lauter so Synodale. Und man denkt, was machen die da? Also haben wir mal, das haben wir gemacht. Und wir haben im letzten Jahr, wir müssen politischer werden. Ich bin zutiefst überzeugt, wir müssen politischer, oder sind es schon geworden, wir waren es immer, aber auf eine schwerer einschätzbare Art. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir zum Beispiel den Impuls zur offenen Gesellschaft, der ja nicht von uns kam, der kam von Welzer. Der kam aber dann zu uns, hat gesagt, das könnte man doch bei euch machen. Ihr habt ja diese Räume, das ist ja der Punkt. Wir haben diese öffentlichen Räume, die nicht interessensgesteuert sind. Und dann habe ich gesagt, ja natürlich, oder die Potsdamer haben es gesagt, dann haben wir es gesagt, dann habe ich es in die Intendantengruppe reingetragen, habe gesagt, hey Leute, ihr müsst nur den Raum zur Verfügung stellen, da müsst ihr einen eigenen Impuls haben, da müsst ihr mit denen reden, wen lädt man ein und dann redet das Publikum miteinander. Und ich finde, das hat sich wahnsinnig entwickelt. Früher waren Publikumsdiskussionen immer so Co-Referate. Da kam einer dran und dann hat er 10 Minuten irgendwie sein Wissen da produziert. Im Moment ist das öffentliche Reden auch eines, was die Not, die Fragestellungen transportiert, also diese offene Gesellschaft bei uns, da waren 600 Leute da und haben einfach, es kamen sehr, sehr viele zu Wort. Und das war eine Art, wenn man so will, also ich bin gleich fertig, das war so eine Art Initialzündung und das ging in viele, viele Theater, das waren 40, 50 Theater, die das gemacht haben. Das heißt, wir sind auch Teil einer Bewegung, die mal, was das Theater normalerweise nämlich macht, sich nicht kritisch zu was verhält oder permanent kritisch oder alles nur in Frage stellt, sondern sagt, nee, offene Gesellschaft, da bekennen wir jetzt Farbe, da stehen wir dafür und da zeigen wir unser Gesicht dafür. Vielen Dank. Einer der Intendanten, die das auch mit unterschrieben haben, diese Anzeige, dass Theater Erfahrungsräume der Demokratie sind, ist Kai Voges gewesen, Intendant in Dortmund. Er hat angefangen in Oberhausen als Regieassistent, um dann in relativ kurzer Zeit Mitglied der künstlerischen Leitung dort zu werden. Seit 1998 ist er als Regisseur in Oper und Schauspiel tätig und sehr erfolgreich und seit 2010 Intendant in Dortmund. Dem Theater Dortmund hat er mit seiner Auseinandersetzung mit den Zusammenhängen von Digitalisierung und Theater eine sehr eigene Ausrichtung gegeben. Es gibt auch eine Akademie, also Pläne für eine Akademie für Digitalität und Theater, um diese Forschungsarbeit und Erkenntnisarbeit und Debatte zu systematisieren. Möchte ich Sie fragen, definieren Sie denn den politischen Bildungsauftrag konkret für Ihr Haus in Dortmund? Ja, ich antworte auch nicht sofort darauf, weil ich finde es spannend, dass ich 2 Theologen hier sitzen habe. Ich wollte ja auch Prediger werden. Irgendwann ging mir allerdings der Glaube verloren,
dass ich dachte, ich wüsste, wie es geht. Und dann habe ich mich zur Kunst gewandt, um zu sagen, das ist ja vielleicht nicht das Wissen, sondern das Versuchen zu verstehen. Das, und da ist auch die Frage, wenn wir über moralische Anstalt reden, welche Moral erzählen wir denn? So, ich glaube, wenn man über politische Bildung im Theater spricht, sollte man erstmal definieren, was heißt Theater. Und ich glaube, Theater ist eine Kunstform, das ist die Gegenwartskunstform, die einzige Kunst, die immer im Augenblick stattfindet, wenn Spieler, Performer, Darsteller, Sänger auf der Bühne ihre Gegenwart teilen mit den Zuschauern, die dabei sind. Und das findet im Gegenwart statt. Und dann diese Unmittelbarkeit hat für uns in Dortmund eine Konsequenz draus gezogen, gesagt, dann müssen wir mit den Inhalten der Gegenwart, das, was uns eint im Moment, die müssen dann aber auch den Raum haben und wir müssen auch die Mittel der Gegenwart versuchen, verständlich zu machen. Die Kunst der Gegenwart hat die Gegenwart immer zum Zentrum. Und dann fragt man, was ist denn Gegenwart gerade? Was ist denn das? Und ich habe das Gefühl, also wir haben ja den letzten Sonntag, es ist eine Woche her, dass die Wahlergebnisse draußen sind. Und dann sagt man am nächsten Morgen, naja, immerhin waren ja 87% demokratisch noch orientiert, aber es sind 13% der Gesellschaft, die daran nicht glauben. Was ist denn das für eine Gegenwart? Woher kommt denn das, dass dieser Rechtsruck in unserer Gesellschaft stattfindet? Woher kommt denn diese Xenophobie? Woher kommt denn so etwas, wie wir heute Abend sehen konnten? Und ich habe das Gefühl, es ist eine Angst vor dem Neuen, vor dem Anderen, wir haben die Globalisierung, die Welt wächst zusammen und wir haben vor allen Dingen durch die Digitalisierung eine Beschleunigung. Das ist also ich bin dem Arne so dankbar für diesen Abend, den er gerade gemacht hat. 70 Stunden, wenn ich das richtig erinnere, pro Sekunden werden ins Internet eingeschleust. Also ein Informationsmeer kommt auf uns zu. Und wo ist denn der uns das vielleicht mal sortiert? Wo kriege ich denn in diesem ganzen Chaos, in dem wir Gefahr laufen zu ertrinken, wo ist denn da ein Anhaltspunkt? Und auf einmal, ich kann die Wahrheit von der Unwahrheit, von den Fake News nicht mehr unterscheiden. Die Bilder, die schwimmen alle so zusammen. Und wo ich sehne mich nach einer Grenze, nach einer Klarheit, nach einer Ordnung wieder, die hineinkommt. Und ich glaube, das ist gerade das Problem unserer Gegenwart, dass ganz viele Menschen mit dieser Gleichzeitigkeit der Informationen, mit dieser nicht den Angst macht und diese Komplexität. Und da ist auf einmal das Theater und das kann sagen, ja, es ist gerade ein Chaos, aber vielleicht schaffen wir hier in diesen Theaterräumen gemeinsam als Kunst der Gegenwart Komplexität als Schönheit wahrzunehmen. Und vielleicht das mal aufzudröseln. Vielleicht schaffen wir im Spiel das alles machen dürfen, vielleicht mal Herstellung und Wirkung voneinander scheiden lernen. Was ist denn hier Spiel und was ist echt? Was ist Fake News? Und vielleicht können wir einen Ort schaffen in diesem Theater, wo wir im Spiel, und da sind wir ganz nah bei Schiller, dann auf einmal Untersuchungen machen können, wie kann denn Leben gehen und wie kann man vielleicht Ordnungssysteme schaffen und wie kann man ja mal suchen nach etwas, was einem in diesem Datenmeer nicht ertrinken lässt, sondern auf einmal einen Draufblick verschafft, zu sortieren. Das Theater als ein Ort der Gegenwart, des Chaoses, der Kunst, der Komplexität auf einmal neu erzählen kann, der Herstellung und Wirkung auseinanderhalten kann und das finde ich so schön, wie du sagst, ein Ort der Debatte,
weil ich glaube, den brauchen wir gerade ganz besonders, wieder miteinander zu reden, nicht in irgendwelchen Parteien, nicht in irgendwelchen Religionszusammenhängen, nicht stellvertretend in irgendwelchen Parlamenten, sondern miteinander, wo man sich zusammensetzt, hier, jetzt können wir zusammen gleich reden, aber diese Orte braucht die Gesellschaft gerade, wo die Komplexität so vielen Menschen Angst macht. Dankeschön. Ja, in dem Vorgespräch haben Sie auch noch was gesagt, was mir gut gefallen hat, nämlich Theater eben nicht nur als moralische Anstalt, sondern auch als Anstalt zur Herausbildung von Medienkompetenz zu verstehen. Das fand ich irgendwie einen ganz guten Gedanke. Das machen Sie ja auch. Man kann ja im Grunde auch diesen Abend von Arne Vogel Gesang auch schon als einen Beitrag dazu leisten. Wie haben Sie denn wahrgenommen? Was haben Sie denn da mit, also jetzt als Zuschauer und nicht direkt aus dem Theater kommende Zuschauerin? Also ich habe wahrgenommen, dass es eine Reihe von Menschen gibt, die einen ganz großen Teil der Wirklichkeit ausblenden und den Teil der Wirklichkeit, den sie wahrnehmen, performen. Das ist eigentlich das, was ich wahrgenommen habe. Ich nehme auch wahr, dass an mir, dass es mir Angst einjagt und dass ich denke, ach du liebe Güte, aber ich finde wichtig, dass wir uns klar machen, auch das ist nicht die ganze Wirklichkeit. Also auch die, ja, diese Followerzahl. Also er hat 25, was hatte derjenige, der die meisten hatte, 25.000 oder ich weiß nicht, also riesen Followerzahlen. Auch das, finde ich, spricht jetzt nicht dafür, dass das jetzt die Wirklichkeit ist. Also ich finde es wichtig, dass wir für uns nicht sozusagen in diese Falle geraten, aha, das ist ja das Volk. Ich kannte es nur nicht. Ja, also sind es vielleicht mehr. Also suggestiv sind es offensichtlich mehr als 13% AfD-Wähler oder so, die an uns, gibt ja noch viele andere Zahlen, dass 60% der Leute in den östlichen Bundesländern halten die Demokratie nicht für die beste Regierungsform und so gibt es viele Zahlen. Sondern das wichtig ist, finde ich, für mich, auch nach diesem Eindruck mir klar zu machen, was gibt es denn für Mittel und Möglichkeiten, die schon längst etabliert sind, die schon da sind, sich Meinung zu bilden und sich auch als Demokratin und Bürgerin in diesem Land zu verhalten. Und dann finde ich, sind eben Parteien und andere öffentliche Orte, so wie dieser hier, diesen Ort gibt es, weil es Parteien gibt. Ja. Es ist ein Ort, in dem wir dauernd genau darüber diskutieren, wie erhalten wir die Demokratie, wie bleibt dieses Gespräch lebendig, wie gehen wir hier in Deutschland mit der Globalisierung um, dann finde ich, kann man das nicht sozusagen ausspielen gegen andere Räume wie Theater, sondern ich finde, wir brauchen beides zusammen. Wir brauchen das Theater als diesen Raum der Erhabenheit und der Möglichkeiten, aber wir brauchen auch Parteien, wir brauchen politische Stiftungen, wir brauchen Parlamente und wir brauchen vielleicht auch mehr Verbindungen dazwischen. Also dieses, vielleicht ist das Chaos an manchen Stellen viel geordneter und ist gar nicht so komplex, weil wir nämlich ein Strafgesetzbuch haben, weil wir nämlich ein Grundgesetz haben und noch alle viele, viele andere Gesetze. So, also da ist schon unglaublich viel geregelt und das auch allein ist schon komplex. Aber ich glaube, ist es wichtig, dass wir uns auch nicht das Hirn sozusagen von diesen Typen da vernehmen lassen, sondern uns sagen, wir sind auf einem unglaublich hohen zivilisatorischen und demokratischen Niveau angekommen und wir können uns auch nicht völlig verunsichern lassen, sondern lass uns diese Räume nutzen, die wir haben, politische Räume, künstlerische Räume und wissenschaftliche Räume, auch religiöse Räume und gucken, wo ist das Gemeinsame? Was verbindet uns eigentlich? Vielleicht kann man Stichwort Allianzen, ja, auf ganz neue Weise auch nochmal überlegen, wo überlappt sich das, wo haben wir eine Sprache und am Ende ist es vielleicht, sind auch diese Leute vielleicht ein Opfer politischer Kommunikation oder mangelnder politischer Kommunikation und nicht eines Mangels an Diskussionsräumen. Ja, Herr Kohl, wie würde man die erreichen, wenn die ein Opfer falscher oder mangelnder politischer Kommunikation sind? Wie würde man die erreichen als Theater? Ja, ich würde mal
anschließen an das eben Gesagte. Ich glaube, im Moment spürt die Politik sehr stark, dass sie alleine die Gesellschaft nicht zusammenhalten kann. Und das heißt, sie erkennt, dass die Räume, die es schon immer gibt, in ihrer Bedeutung, also nämlich kulturelle Diskursräume, öffentliche Räume, Museen, Literaturhäuser, Theater und so weiter, Stiftungen, dass es die Räume gibt, die nicht von vornherein schon von vielen Menschen, und so ist es ja inzwischen, auch mit Skepsis belegt sind. Also der politische Raum wird im Moment doch von vielen sehr skeptisch, misstrauisch, ich finde auch teilweise zu Unrecht, ne? Aber so ist es halt einfach. Und deswegen ist das, spüre ich schon, dass die Politik merkt, diese offene Gesellschaft, die können wir überhaupt nicht allein vertreten. Also da brauchen wir andere Bereiche. Und diese Orte gibt es aber. Und es sind Orte, in denen aber auch verschiedene Logiken aufeinandertreffen. Also es sind keine eindimensionalen Orte, also wo Prediger praktisch sagen, glaubt an die offene Gesellschaft, und der andere sagt, glaubt an die enge, an die deutsche Gesellschaft. Ne? Sondern da müssen diese Logiken und Kontroversen einfach zugelassen sein, als ein Stimmenchor, mit dem man sich da auseinandersetzt. Und das, glaube ich, können die Theater schon leisten. Mir ging es so beim Zuschauen, dass ich dachte, also gerade wenn man nochmal so zu Schiller zurückkommt, da ist ja so die Idee aus der Sinnenwelt in die Geisteswelt, in die Freiheit so ungefähr. Also die Sinnenwelt versöhnt sich über die Geisteswelt zur Freiheit hin. Oder der sinnliche Mensch wird über das Ästhetische vernünftig. Das sind ja unglaubliche Entwürfe. Und ich selber bin auch der Meinung, dass so dieses Kantsche Diktum, also es ging ja alles nur übers Denken und über die Rationalität, das entspricht uns nicht vollkommen. Wir sind nun einfach beides, Pathos und Logos oder Emotion und Gedanklichkeit. Und was hier aber ablief, war natürlich das reine Pathos oder das reine, die reine Leidenschaft oder die reine Emotionalität. Da kam ja in dem ganzen, in der ganzen Suada praktisch überhaupt nichts Gedankliches vor, außer dem Gedanke Deutschland, wir. Und da blickt natürlich was durch, das muss man auch sagen, dass der Mensch sehr grundsätzlich natürlich, glaube ich, einfach, da er schwach ist, ein großes Bedürfnis nach Zugehörigkeit hat. Das ist so, und das ist eigentlich auch was Schönes. Also ich habe es ja auch beschrieben vorher, dass ich ja auch diese Zugehörigkeit zu meinem Publikum, zu meinen Kollegen und so weiter als erfüllend betrachte. Und jetzt in dieser, Kai Voges hat es ja genannt, in dieser globalen Welt gehen natürlich diese Zugehörigkeitsmuster verloren. Und wenn man dann im eigenen Land quasi gesagt wird, ja, die aus dem Irak kommen, sind wichtig und so weiter. Also quasi, da ist dann der Boden plötzlich da, so zu sagen, was ist das eigene? Und die AfD zum Beispiel ist im Gegensatz, ich habe ja in Hamburg vor 10, 15 Jahren die Schill-Partei erlebt, die hat sowas ähnlich Durchgeknalltes wie die AfD vertreten und kam in die Regierung. Ich habe die als Regierungspartei erlebt dann. Aber die haben nicht diesen kulturellen quasi Anspruch gehabt. Ich habe in Magdeburg vor kurzem mit so einem AfDler diskutiert. Und die haben ja einen richtig praktisch literaturwissenschaftlich unterfütterten Anspruch, nämlich zu sagen, wir beziehen uns auf die, also wir, ich zum Beispiel, beziehe mich... Das war Herr Till Schneider. Herr Till Schneider, genau. Und wir beziehen uns auf die Romantik. Und das ist auch in der Tat so, in der Romantik gibt es so ein Deutschlandbild, was so praktisch eine gefühlte Einheit, in den Märchen beispielsweise, da haben wir unsere Wurzeln. Und das heißt also, dass sie im Grunde schon eine, wenn man so will, auch eine relativ einfach gestrickte, aber sie haben eine Philosophie der Zusammengehörigkeit, die irgendwo herkommt. Und die praktisch, die wir nur wiederbeleben müssen. Also das Deutsche. Aber wir hatten ja eben bei Arne Vogelgesangs
flammenden Köpfen auch ein, der sich dezidiert eigentlich auf literarische Integrationsfiguren von Linken bezog, nämlich Woyzeck, Heine, Büchner. Das sind ja alles sozusagen Leute, die eher dann auf den roten Listen von Rechten früher gestanden hätten, ja, das und ist verboten ja gewesen wäre. Begleitet jetzt von wirren Gedanken. Ja, ne? Referenz. Ja, weiß ich nicht, ob man sich da nicht zu leicht macht, wenn man die als wirre Gedanken. Aber wir sind ja eigentlich bei der Frage, wie erreicht man die überhaupt noch, ne? Und nicht irgendwie die Absichten zu beschreiben und die sozusagen im Konjunktiv, sondern wie kann man die erreichen? Und dann würde ich nämlich jetzt gerne mal Kai Voges fragen, an wen richtet sich denn so ein Theaterabend wie Flammende Köpfe? An welches Publikum? An das Publikum, was in Dortmund ins Theater geht. Also, und das heißt eigentlich an jeden Bürger der Stadt. Wir versuchen für die ganze Stadt Theater zu machen. Und da haben wir in den letzten 7 Jahren einige neue Gruppen dazugewonnen. Da sind wir froh und glücklich. Und beim Paar kämpfen wir sehr und die kriegen wir auch nicht rein. Das ist kein Abend, der für die Nazi-Szene in Dortmund jetzt, die kommen auch sonst nicht. Die stehen ganz oft bei uns vor der Tür und filmen uns, weil wir wieder einen Abend da machen, wo sie sagen, wir filmen euch und wissen, dass ihr solche Abende macht. Also das ist ein Problem und da ist es vielleicht nicht, ich glaube nicht, dass man mit einem Theaterabend einem Rechtsextremen jetzt erklärt, dass es vielleicht eine blöde Idee war. Aber wir können die Komplexität, wie die Dinge zusammenhängen, können wir vielleicht, ob das jetzt nun einem Schüler aus der 10. Klasse oder ich weiß nicht, ich meine, das sind alles hier gegenwärtige Menschen, aber ich glaube, sie haben heute Abend sicher auch hin und wieder gedacht, was? Sowas gibt's? Das wusste ich überhaupt nicht. Ich habe sehr viel Sachen nicht gewusst. Und für die Bürger von Dortmund, für die Theaterzuschauer machen wir diese Abende. Und ich glaube auch, also was wollen wir damit machen? Wir wollen Türen aufmachen, Wissen vergrößern, Wissen erweitern, Komplexitäten, vielleicht Linien ziehen, wie das zusammenhängt. Wie sind eigentlich, fand ich so toll, wie den Anfangsfilm, wie die Startbahn West Bilder sich so nahtlos in der Geschichte auf einmal über 89 zu den Demonstrationen von Pegida, wie die sich so, wie so Wiederholungen gibt und Variationen, auf einmal dreidimensional geschichtlich denken. Zweite Sache, die ich nur ganz kurz sagen möchte, wir haben ein tolles Projekt gemacht mit Tools for Action. Wir hatten, das war ein großer deutschlandweiter Nazi-Aufmarsch vorletztes Jahr. Und da haben wir die Gruppe Tools for Action gefragt, ob sie dafür was machen würden, dafür, dagegen. Das Theater ist überparteilich. Ich habe gesagt, wir möchten nicht irgendwie Parteiwerbung machen, aber wir haben eben diese humanistischen Grundwerte und wir wollen nicht, dass die Rechten, die Nazis bei uns in der Stadt jetzt das Bild der Stadt zerstören und dass diese fremden, feindlichen Parolen und diese Aggressivität, dass die in unsere Stadt hineinschwappt, sondern wir wollen ein klares Zeichen machen dagegen. Und Tools for Action hat große Luftballon-ähnliche Körper gebaut, 2x2 Meter große Würfel aus Spiegelfolie, die wurden aufgeblasen, und daraus konnten Barrikaden gebaut werden. Es waren aber luftige Barrikaden man konnte Mauern errichten und diese Mauern konnten eine Sekunde später durch die Luft fliegen. Man konnte mit diesen riesengroßen Spiegelwürfen Choreografien machen und wir sind für 3 Monate lang durch Dortmunder Schulen gelaufen, vormittags und nachmittags in unserem Theaterfoyer konnte man diese Spiegelwürfel bauen. Das waren also Werkzeuge für Aktionen, Werkzeuge zum Widerstand. Und das dauerte, so einen Würfel zu bauen, dauerte 3 Stunden mit 3 Leuten, das zu machen. Und währenddem man den baute,
hat man diskutiert und sagte, wofür, was machen wir denn mit diesem Werkzeug, was, mit diesem Luftballon, was ein Zeichen ist gegen diesen Nazi-Aufmarsch. Und es wurden dann Choreografien geübt in den Schulen, im Theater, auf dem Theatervorplatz. Und ich glaube, es waren so 500 von diesen Würfeln, die ein anderes Bild bei diesem Nazi-Aufmarsch nochmal gemacht haben. Und schön fand ich, und darauf wollte ich hinaus, dass diese jungen Menschen, die da mitgebaut haben, auf einmal gesagt haben, auch wir können uns sichtbar machen. Auch wir haben eine Stimme. Auch wir können unseren Spiegelwürfel und sagen hier Schluss. Oder wir können ihn, können sagen, aus dem aggressiven Klima von einer Demonstration kann auf einmal ein Konzert werden, wo man Bälle durch die Gegend schmeißt. Also es waren, wir können kreativ werden und wir können unsere Zukunft gestalten. Und ich glaube, das kann auch das Spiel, das Theater als Versuchsort fürs Leben, wo man lernen kann, Zukunft mitzugestalten. Also das kann es auch. Ja, das war auch eine tolle Aktion. Die hat auch einen Preis bekommen von der Bundesministerin für Kultur, glaube ich. Und das war wirklich eine super dadaistisch performative Unterwanderung eines Rechts, also von rechter Präsenz auf der Straße. Das fand ich auch sehr toll. Das war vielleicht auch noch mehr als das. Es war eben das, was in der politischen Bildungsarbeit auch ein großes Thema ist. Es war raus aus dieser Kommstruktur. Sie haben ja auch gesagt, also wir machen Theater für die Leute, die ins Theater kommen. Und so ist es hier in diesem Haus auch. Wir machen Veranstaltungen für Leute, die gerne hierher kommen, die sich informieren wollen, die sich bilden wollen. Was machen wir aber mit denen, die hier nicht herkommen? Ja, und diese Art von Aktion ist ja das Aufheben dieser Kommstruktur. Und das ist auch etwas, was, wo ich denke, dass wir uns als politische Bildner darüber nochmal viel mehr Gedanken machen müssen. Machen wir auch, also zum Beispiel durch Material. Wir haben hier gerade ein Spiel gemacht, Spiel dich fit. Das ist ein Planspiel für Schulen, das, wo man in der Schule, Spiel dich fit für Vielfalt, da ist das, wo man mit Schulklassen Vielfalt einüben kann, ja, und sagen kann, was bedeutet das eigentlich für unser Leben, für unsere Gesellschaft? Also das ist dieses, was ich meine, dieses Hinausgehen, also aus dem, sozusagen aus dem Gehäuse der eigentlichen Bildungs- oder des Bildungsortes hinein in die Bevölkerung. Und wie weit man damit kommt, haben wir, glaube ich, noch gar nicht genügend probiert. Und dann finde ich dieses Wort Bildung, da denkt man eigentlich so Schule, Studium. Wenn man Erfahrung sagt, ist man näher beim Theater dran oder Erlebnis. Und Lukas Matthäi ist hier, der in Dortmund so einen wunderbaren Abend gemacht hat, was genau so ein Erfahrungsraum war, der extremst politisch war. Es gibt eine Bahnlinie durch Dortmund und da ist die Nordstadt da oben und da wohnen diese Ausländer die Armen und dann gibt es die Reichen und die Wohlhabenden, die sind alles unterhalb dieser Linie. Und man geht nicht ins Theater von der Nordstadt, aber wenn man irgendwie ins Theater geht, geht man auch nicht in die Nordstadt. Und Lukas Matthäi hat ein Projekt gemacht, ein wunderbares Mitmenschen in der Nordstadt und gesagt, was ist denn das Besondere, was ihr könnt, was ist das Besondere an eurer Gegend? Und er hat wie eine große Schnitzeljagd konnten auf einmal Abonnenten aus dem Süden in die Nordstadt hineinfahren und einen Erlebnisparcours gehen und auf einmal die Schönheit eines Stadtteils kennenlernen und erleben und sagen, ich habe auf einmal einen Teil meiner Stadt neu erkannt, neu erlebt, wo ich doch vorher mit Vorurteilen drüber mit herumgelaufen bin. Und ich glaube, auch das ist eine Form politischer Bildung, Erfahrungen zu machen, die auf einmal den Blick auf die Welt verändern kann. Ja, und doch ist es ja die Frage, wenn wir, wie man also das schafft, also aus der eigenen Blase rauszusenden. Also nicht nur preaching to the converted, dass man nur sozusagen die Leute erreicht, die sowieso ins Theater kommen, sondern wenn man wirklich jetzt feststellt und so ein, also wie das irgendwie offenbar die Gesellschaft wirklich zutiefst gespalten ist und es wirklich eine immer eine wirklich rapide und auch auf beunruhigende Weise wachsende Gruppe von Leuten gibt oder Masse von Menschen gibt, die sich irgendwie ausgesperrt fühlen. Es ist nicht mehr unser Land, das haben wir jetzt irgendwie gehört. Wie kann man das überwinden? Also wie kann man das schaffen, also dass man nicht nur diese Leute praktisch, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokativ, sozusagen wie so Monster, weil das Theater liebt ja immer die Monster immer viel mehr als die guten Menschen. Also Richard III., Macbeth, irgendwelche
Tragödien gestalten, die irgendwie ordentlich Mord und Totschlag, deswegen hat Shakespeare nach über 400 Jahren immer noch so einen Riesenerfolg. Die sind im Theater einfach immer, kommen immer viel besser als die Guten, die irgendwie ein bisschen langweilig meistens sind. Und deswegen kommen auch diese ganzen Populisten und Extremisten von Arno Vogelgesang natürlich in diesem Kontext irgendwie toll. Also da kriegt man als Bürger einen wohligen Schauer. Gott sei Dank bin ich nicht so, Mann, ist der furchtbar oder so, ich sag's jetzt mal. Aber wenn man jetzt sich vornehmen würde, irgendwie diese Leute auch anzusprechen, wie würde man das denn tun? Oder was gäbe, hätte das Theater für Möglichkeiten? Also das finde ich wirklich eine dringende Frage eigentlich. Also wenn wir das wüssten, würden wir das ja schon machen. Aber ich will nochmal über diesen Punkt der zurückkommen, dass man vielleicht auch wirklich Dinge noch mehr zusammendenken muss. Ja, vielleicht dass das Rathaus mit der Kirche und dem Theater oder den sozusagen den Bürgerplatz, also diese Bürgerdiskussion, da gibt es jetzt mehrere Vereine, nicht? Das ist, ich weiß nicht, wie die alle heißen, aber ihr habt es mit offener Gesellschaft gemacht und dann gibt es noch andere, wirklich mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch etwas wieder zu beleben, was es vielleicht, also ich würde sagen, was es zum Beispiel im Herbst 89 gab. Im Herbst 89 gab es eine Offenheit von, so ich meine jetzt im Osten, jedenfalls da, wo ich war, und das war hier in Berlin, über mit total unterschiedlichen Leuten, die sie uns nie getroffen haben, über die politische Situation zu diskutieren. Die Leute sind zusammengekommen und haben das angefangen zu besprechen, was sie betrifft. Jetzt haben wir ähnliche Versuche erlebt in Dresden, dass die Landeszentrale für politische Bildung, als die Pegida-Demonstration losging, gesagt hat, wir müssen doch aber mit diesen Menschen reden, wir müssen doch Räume zur Verfügung stellen. Riesenaufschrei, auf gar keinen Fall. Und irgendwo war da was Richtiges dran, aber das Problem war, es war nur eine Perspektive, ja. Es richtete sich an diese Leute, die da auf der Pegida-Demonstration waren, mit ihren Vorstellungen von deutscher Identität und mit ihrer Angst in der Obdachlosigkeit durch die Globalisierung oder wie auch immer. Aber die andere Perspektive fehlte. Das ist nämlich die Perspektive, ich habe jetzt mit Klausnitz gesprochen, der Leute in dem Bus. Und das ist etwas, was wir auch hinkriegen müssen, was für uns, also für mich, ich nehme das wirklich auch als eine große Herausforderung, dass wir lernen, eben weil wir in dieser globalisierten, mehrperspektivischen Welt leben, die Heterogenität der Perspektiven zu akzeptieren und in diese Diskussion mit hineinzunehmen. Sonst wird das nämlich genau diese Echokammer, ja, und dieses sich selbst bestätigen. Also wo ist die Perspektive derjenigen, die diese Wut in sich spüren, und wo ist die Perspektive derjenigen, die diese Angst entsprechend spüren oder die sagen, wir sind aber hier, weil, und die auch als Menschen erscheinen müssen. Also ich meine, das war jetzt auch relativ deutlich, kein einziger Zuwanderer oder Flüchtling oder Asylsuchender wurde da irgendwie als Mensch dargestellt. Also es gab eigentlich gar keine Menschen. Ja? Also es gibt in deren Köpfen diesen Strom von irgendetwas, ja, von Barbaren. So. Und dieses ins Gespräch zu bringen, dafür die Räume zu suchen. Das Theater kann dafür ein sehr guter Raum sein, aber ich glaube, wir brauchen auch noch mehrere Räume. Wir müssen auch diejenigen, die politisch dafür Verantwortung tragen, die Leute unterzubringen und und dafür auch kommunal zu sorgen, dass diese Integration gelingt. Die alle müssen ins Gespräch kommen. Das ist ziemlich anspruchsvoll. Und dafür brauchen wir, glaube ich, noch neue Mittel, Methoden, Allianzen, Praktika, vielleicht sozusagen gegenseitig, so etwas. Also ich finde, wir müssen das zum einen reflektieren und zum Gegenstand machen. Heute Abend läuft parallel zu unserem Abend bei uns Wut von Elfriede Jelinek. Und natürlich ist Wut so ein Abend, der das auf eine sehr künstlerische, kunstvolle Weise reflektiert und deutlich macht. Also das ist das eine. Das zweite ist, dass wir, und das haben Sie beide ja schon angesprochen, das Element der Teilhabe oder des Austauschs, des Rausgehens aus den Häusern. Da gibt es ja unglaublich viele Wege, vom Klassenzimmerstück über Zusammenarbeit mit zum Beispiel wir mit dem Übergangswohnheim am Drachenbergring, aber dass auch Jugendliche bei uns spielen und so weiter. Wir haben alle zwei Wochen im Haus so einen offenen Abend, wo die Geflüchteten, die wir teilweise, als sie hier ankamen, betreut haben, die dann bei uns Deutsch gelernt haben, praktisch jetzt noch so ein Forum haben. Man sollte aus dieser Teilhabe, man sollte das nicht abschließen.
Man sollte aber auch nicht den letzten Typen, der selber nicht zuhören will, quasi auf Knien anflehen, dann auch noch uns zuzuhören, wenn das nicht geht. Es gibt einen großen Raum und man muss diese Bereitschaft, die muss da sein. Aber es gibt auch Sprachlosigkeitsräume und die gab es immer. Auch da muss man standhalten. Also ich war in Bautzen, ich war in Altenburg und habe praktisch in so Diskussionsforen da teilgenommen. Das ist schon sehr anstrengend. Also ich finde schon, dass wir uns da nicht verstecken sollten. Aber ich würde jetzt kein AfD-Programm auflegen, also für AfD-Wähler ein Programm auflegen praktisch, um die zu bekehren. Es muss eine Ernsthaftigkeit da sein, aber keine umgekehrt so die Hoffnung, dass man da jeden gewinnen könnte. Die Offenheit muss da sein, aber wie das immer war, man erreicht nie alle, niemand erreicht alle. Und die Ernsthaftigkeit, die spüren Menschen schon und die haben natürlich mit dieser Bewegung raus rein, auch mit der Leidenschaft, mit der man für was spricht, zu tun. Und darum, das sollte spürbar sein und die Offenheit und Irritierbarkeit auch, aber nicht so was Liebedienerisches, dass man jetzt noch praktisch da zu Kreuze kriegt oder so. Nee, das habe ich auch gar nicht. Ich stimme absolut zu. Also es gibt einfach Leute, deren Meinung ist unverrücklich ideologisch festgefahren und das gibt es sozusagen im linken Graben der Gesellschaft und im rechten Graben der Gesellschaft. Aber wenn wir auch, wenn wir die Wählerschaft angucken, fast die Hälfte der Leute hat aus Enttäuschung, ja, also offensichtlich irgendetwas erwartet, was da nicht gekommen ist. Und jetzt müssen wir darüber reden, was ist das eigentlich für eine Art von Enttäuschung? Und ich glaube, da ist schon ein Ansatzpunkt, den wir mehr nutzen könnten, als wir es vielleicht im Moment machen. Also zum Beispiel dieses Bild helfen aufzulösen, ja, da ist der Staat und das ist unser Pizzabringedienst. Und wenn aber nicht die Pizza kommt, die ich bestellt habe, dann bin ich enttäuscht. Ja, dann wähle ich was anderes oder so. Und dies zu sagen, hey, wo bist du selber auch gefordert in einer liberalen, ich meine, das ist der Sinn von Liberalität, in einer freiheitlichen Gesellschaft, wo es wirklich auf jeden Einzelnen und jeder Einzelne ankommt. Ich würde noch einmal eine Antwort auf die Frage geben, wollen wir im Theater immer nur die Monster zeigen? Weil so wie heute Abend. Und ich finde, das ist überhaupt nicht der, also für mich ist dieser Abend nicht eine Freakshow, wo man sich Monster anguckt. Das war jetzt auch ein bisschen zugespitzt. Ich muss nur ganz was sagen, weil ich finde, dieser Abend war ein Abend über einen Menschen, der in diesen Strudel hineinblickt und am Ende da steht und sagt, wo stehe ich eigentlich in dem Verhältnis zu? Und da ist es auf einmal ein Abend über einen Suchenden und Forschenden. Und ich glaube, dass so viele Monster werden in den Theatern gar nicht gezeigt, sondern es wird eigentlich dieser Suchimpuls, was ein unglaublich demokratischer Akt ist, oder ein individueller zu sagen, wir suchen nach Lösungen, wir suchen eine Orientierung und wir laden euch im Zuschauerraum mit ein, mitzusuchen. Und das und vielleicht jetzt die eigene Suche noch ein bisschen besser machen zu können, weil man neue Fakten dazu hat. Also das ist, ich glaube, mir sind die Toren und die Idioten und die Suchenden viel lieber im Theater als die Monster. In Ordnung. Und ist natürlich interessanter als die Oberfläche. Ja, das Theater hat sogar einen Hang zur Dystopie und erstmal zur Apokalypse, weil nur daraus kann man sich erheben und ein Happy End konstruieren. Und jetzt ist das Happy End, wir geben die Fragen ins Publikum, jetzt sind Sie gefragt. Da hinten gibt es ein Saalmikrofon. Bitte da reinsprechen, damit es alle hören. Also, dann fangen Sie doch einfach an, wenn das Mikrofon bei Ihnen ist. Da müssen Sie nur bitte warten, weil sonst können die anderen nicht so gut teilnehmen an dem Gespräch, wenn sie es nicht hören. Ja, vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich würde auch noch gerne an meine Seherfahrung mit dem Abend anknüpfen,
weil sich daraus für mich eine andere These zu der Aufgabe und der Möglichkeit von Theater als Politik ergibt. Also abgesehen davon, dass ich auch sehr viel gelernt habe im ganz klassischen Sinne in der Inszenierung, war für mich der stärkste Moment der des Nachahmens und das Scheitern dieses Nachahmens. Also dieser Versuch, okay, vielleicht ist Theater das Mittel dazu, zu verstehen, was in denen vorgeht, und man kommt an den Punkt, nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann vielleicht in einem Moment irgendwie feststellen, ich habe mit dem was gemeinsam, das geht aber das Publikum wiederum eigentlich gar nichts an, das ist nicht Teil dieses Theaterabends, aber es gibt kein Tool, das mir erlaubt, jetzt diese Grenzen, die da offensichtlich innergesellschaftlich verlaufen, zu überwinden. Und anders als wenn man sich diese Videos im Internet anguckt, ist aber dieser Moment, wo jemand das versucht und das nicht gelingt, vielleicht dann wirklich ein Schmerzpunkt einer Gesellschaft. Also ein Versuch, irgendwie was zu verstehen, was verstanden werden muss, weil jeder sieht, wie dringlich das ist, aber es geht nicht. Und das Theater vielleicht auch, das mal zur Diskussion, nicht die Aufgabe hat, alles verstehbar zu machen und alle Grenzen zwischen Institutionen aufzuheben und zu einer positiven Synergie zu führen, sondern vielleicht auch erst mal klar zu machen, wo liegt eigentlich das Nichtvermögen einer Gesellschaft? Also das, wo ich einfach nicht weiterkomme. Und ich finde, das macht dieser Abend auf eine andere Art erfahrbar, als wenn ich mir diese Videos reinziehe und sie dadurch konsumierbar werden. Und ich finde, dieses Nichtvermögen ist auch was, was man am Theater aufrechterhalten sollte, was man natürlich keiner Partei, keiner Kirche als Auftrag antragen kann. Aber ich glaube, es ist schon eine gesellschaftliche Verantwortung, auch das zu zeigen. Ellen, ich konnte deinem Gedankengang diese Personen, die uns in dem Theaterstück vorgestellt worden sind, als Opfer zu betrachten, nicht wirklich folgen. Und ja, du hattest gesagt, warum sind die Opfer geworden? Warum sind die so geworden, wie sie jetzt sind? Und dann fiel der Begriff Opfer und das hat mich irgendwie sehr irritiert. Ach so, der politischen... Aber Opfer von politischen Missverständnissen oder von politischer Desinformation, nicht Opfer, einfach Opfer. Also so war das gemeint, glaube ich. Okay. Also nicht, dass sie per se Opfer sind, sondern einfach, dass sie... Also jedenfalls hat es mich irritiert und ich wollte es gerne nachfragen. Wollen Sie noch gut sagen? Ist genau so. Ja. Es ging um die Frage, also sind es Monster, ja, oder gibt es noch andere Erklärungen? Vielleicht dieses, also eben wurde ja der Vorschlag gemacht, das einfach als ein Nichtverstehen so anschließend an diese Suchbewegung stehen zu lassen. Und wenn man aber versucht, es zu verstehen, dann und ein bisschen sozusagen den Hintergrund ausleuchtet, waren ja nicht alles Leute aus Sachsen oder so. Da kann man vielleicht auch darauf kommen zu sagen, ja, vielleicht wurde einfach zu wenig kommuniziert in den letzten 2 oder 3 Jahren über das Thema Zuwanderung und Flüchtlinge. Und die haben diese Lücke ausgenutzt, ja, vielleicht, ja, okay, um das anders gut auszudrücken. Ja. Das war ja eher so gemeint, die sind noch nicht verloren, so, ne? Nicht, also so, da hinten gibt es. Ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen zuerst war. Herr Erdmann oder Ladies first, sagen wir mal einfach. Das ist ja Quote. Zu der Jungfrau, die vor mir gesprochen hat als erstes. Ich habe das ganz anders erlebt. Und zwar, dass da der Versuch gemacht wurde, von jemandem, von dem man weiß, dass er ja nicht in diese Gruppe gehört und dass er einem sympathisch ist in seiner Haltung, zu versuchen, sich in diese Hasstiraden hineinzuversetzen und die dann mitzusprechen. Und das fand ich eigentlich gerade sehr trickreich, weil es gibt ja nicht nur dies Wissen und die machen dann ein Theaterstück oder so oder wählen eben nicht AfD und die anderen, die gehören zu diesen Dummies, die sowas nachplappern, sondern es gibt unheimlich viel dazwischen an Verführbarkeit, an, ups, das stimmt, da ist doch irgendwie was dran, an der Bereitschaft, wenn es dann immer mehr werden, sich anzuschließen und so weiter. Und dieser gefährliche Prozess,
der hat eben da so nicht richtig geklappt. Also das fand ich ganz gut. Das ist aber für mich die Aufgabe beim Theater, an das ranzukommen, an diese Ambivalenzen, die eben sich nicht dem einen und dem anderen leicht zuordnen, die aber verführbar sind. Und dann über so eine emotionale Betroffenheit die Bereitschaft zu entwickeln, etwas in Frage zu stellen. Das muss beim Theater aber sein, dass man eben in so eine Rolle reingeht als Schauspieler und dann der Zuschauer da mitgenommen wird, da emotional von berührt zu sein. Und dann in der Situation in seinem Alltag sich daran zu erinnern, weil man das mitträgt. Also ich glaube, dass in dem Sinne dieses politische Theater unheimlich wichtig ist, weil es eben sich an die adressiert, die nicht sicher sind, was sie denken sollen. Und da muss man das eben immer so offen inszenieren, dass die auch angesprochen werden und mitgenommen werden bis zu dem Punkt, wo sie über sich selber staunen, wie weit sie gehen würden, um sich solchen Positionen sogar anzuschließen möglicherweise oder jedenfalls sie nicht ganz blöd zu finden. Also das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene, finde ich, das sind diejenigen, die Politik vermitteln. Das sind ja auch Zuschauer, die vielleicht auch heute hier sind, die politische Erziehung, politische Bildung praktizieren als Beruf oder so. Also für die, finde ich, ist so ein Theater auch sehr wichtig. Für die, die eben nicht Theater sind, die aber ins Theater gehen, denn die anderen gehen ja meistens gar nicht ins Theater. Die sprechen aber mit Nachbarn, die sind Lehrer oder die sind irgendwie im Büro und gehen dazwischen, wenn irgendwas passiert. Und für die kann so ein Theaterabend eben so ein Erlebnis sein, das sie ermutigt, also in ihrem Alltag so zu handeln. Vielen Dank, Herr Erdmann. Also irgendwie stehen wir so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg vor dem Problem, wie kann man Leute ansprechen im Theater, die dieser Meinung sind oder die verführbar sind durch so Verrückte wie die, die wir eben in dem Stück gesehen haben. Und ich glaube, bevor wir die Frage stellen, was kann das Theater da tun, müssen wir uns fragen, wie sieht es in der Gesellschaft aus? Haben wir nicht auch ein gesellschaftliches Problem? Und wenn wir sagen zum Beispiel, dass die AfD 13% Wähler bekommen hat, das ist eine Gefahr für die Demokratie, glaube ich, das ist nicht ganz logisch, weil das ist ein demokratisches Wahlergebnis. Wir müssen uns dem stellen, dass das in einem demokratischen Meinungsfindungsprozess, für den wir ja sind, den wir verteidigen wollen, ist dieses Ergebnis zustande gekommen. Also können wir den Leuten, die das gewählt haben, nicht nach der Wahl erklären, ihr seid keine Demokraten, wenn ihr wählen gegangen seid und dieser Meinung wart. Oder sind wir vielleicht selber irgendwie autoritär und diktatorisch? Also das heißt, oder ist sozusagen das politisch mittlere Milieu vielleicht selbst Angst besetzt gegenüber rechten Standpunkten und zwar so sehr, dass wir diese Leute auch in Radikalisierung hineintreiben. Und das erinnert mich an das, nennen wir es Auseinanderdriften politischer Milieus, zum Beispiel in Amerika. Ja, da sehen wir sozusagen zwei Parteien, die ich für ähnlich glaubwürdig und politisch verantwortlich halte, nicht gerade im Moment, aber in der Geschichte. Und die durch Missachtung voreinander und Dämonisierung es geschafft haben, die Gesellschaft komplett zu zerreißen. Bei uns ist es ein bisschen anders, weil die Rechten stehen bei uns für eine dunkle Geschichte und deswegen ist es leicht oder sind die sozusagen für die meisten Deutschen automatisch dämonisch und stehen auf der falschen Seite. Und wenn wir uns solche Führer anschauen wie die, dann sehen wir auch, dann ist es leicht nachzuweisen, dass es alles Neurotiker sind. Die sagen ja selber, es gibt keine Nazis, die Nazis sind schon tot. Wir sind es nicht jedenfalls, wir sind keine Nazis. Genial, genau. Darum würde ich denken, die Frage wäre doch, sollten wir nicht zunächst mal drüber nachdenken, auch Leute mit Standpunkten, die uns nicht gefallen, in den politischen Diskurs zu reintegrieren? Vielleicht, indem wir ihnen Achtung entgegenbringen und vielleicht, indem wir sie nicht identifizieren mit ihren verrücktesten Exponenten. Und selbst wenn es uns nicht gefällt. Ich glaube nur, also auf die Dauer wird es nicht gelingen. Also das Problem scheint hier eine Radikalisierung zu sein. Das heißt, je mehr die politische Mitte darauf besteht,
dass es nicht okay ist, was die Rechten sagen, desto stärker werden die. Weil die umso leichter Recht behalten können mit der Behauptung, unsere Standpunkte werden nicht zugelassen. Vielleicht können wir dann nochmal Ulrich Kuhn was fragen. Und zwar, Sie gehören zu den Unterzeichnern eines Aufrufes von relativ verschiedenen Gruppen und Leuten, zu verhindern, dass die AfD die Leitung des Kulturausschusses übernimmt. Das wäre ja nun gerade mal so ein Thema. Die sind auf demokratische Weise gewählt worden. Warum soll man die jetzt sozusagen aus der demokratischen Geschäftsordnung ausschließen, wenn wir dann uns selber sozusagen als Demokraten unsere Spielregeln unterwandern? Brauchen wir am Ende die AfD vielleicht gar nicht mehr? Oder, also wir unterwandern gar nichts. Wir haben nur unsere Meinung gesagt. Ja, ne? Ich sage es jetzt mal zugespitzt. Also ich finde das ja auch wieder, also das ist jetzt praktisch, ich darf gar nichts mehr sagen vor lauter AfD. Sagen wir mal Ängstlichkeit. Ich verletze da einen. Ich bin ja Ihrer Meinung, dass man sehr genau gucken muss, wer hat welche Radikalität. Also es ist in der Tat ein demokratischer Vorgang. Es ist aber auch ein demokratischer Vorgang, dass man mit namentlich übrigens sagt, ich finde das problematisch, wenn so eine Partei, die den Nationalismus kulturpolitisch praktisch abendfüllend hält, dass die den Kulturausschuss praktisch leitet. Das sage ich, der Meinung bin ich auch. Deswegen würde ich trotzdem gern mit denen diskutieren, habe ich auch alles schon gemacht. Also man muss das eine sich selber praktisch kenntlich machen, ist, glaube ich, nicht die Verunmöglichung von Gesprächen. Die sind überkenntlich und da gibt es aber viele Schattierungen und es ist völlig richtig, dass man darf niemand, das hatte ich vorher ja beschrieben mit dem Schill, der Schill war praktisch mein Senator, wenn man so will. Und natürlich war das eine Gesprächsmöglichkeit im politischen Alltag. Ich würde auch immer sagen, jemand, der demokratisch gewählt wird, wenn der von mir wissen will, was ich für ein Theater mache, das erkläre ich dem auch alles und halte da auch diesen Auseinandersetzungen stand. Also, auch wir selber sollten erkennbar sein in unseren Haltungen. Und ich wollte nur eins noch sagen, weil das fand ich sehr richtig, was Sie am Anfang gesagt haben. Wir diskutieren natürlich in diesem Kontext heute sehr stark über eine bestimmte Ecke unseres Auftrags. Grundsätzlich würde ich auch sagen, im Leben sind wir ja dauernd am dran arbeiten, wie wir die Widersprüche so auflösen, dass wir weiterleben können. Ne, das ist es. Wir erleben die Widersprüche eigentlich. Zwischendrin geht es dann wieder schwer oder gar nicht. Und dann kriegen wir wieder die so zusammen, dass wir überhaupt zusammen und weiterleben können. Im Theater gibt es diesen Zwang Gott sei Dank nicht. Also die Unaufgelöstheit der Widersprüche kann ein extrem starker Impuls sein, dass ich rausgehe, im Kino natürlich genauso. Ich gehe raus und denke, also auch der heutige Abend übrigens, ne? Das ist ja nicht so, dass man erlöst rausgeht, sondern das ist schon ein Hammer. Aber man geht raus mit Unaufgelöstheiten. Die Unaufgelöstheiten sind aber vielleicht ein Impuls einer bestimmten Ecke, Sie haben es beschrieben, in ein anderes Gespräch, in ein anderes Handeln zu kommen, auf bestimmte Leute zuzugehen oder selber zu sagen, was muss ich tun? Übrigens auch nicht nur, weil das gerade jetzt so wirkt, wie wenn wir dauernd irgendwelche Statements nur abgeben. Ich finde auch, der Bühnenverein hat zum Beispiel, wir haben so einen Impuls gegeben im Hinblick auf die Türkei, wo es um Stipendien, also um Handeln geht und nicht nur den anderen immer sagen, was macht ihr, was dürft ihr machen, was dürft ihr nicht machen. Aber vielleicht darf ich noch kurz, weil ich gebe Ihnen da bei ganz vielen Sachen sehr recht. Und ich glaube auch, wenn 60% der Wähler vom letzten Sonntag, die AfD gewählt haben, sagen, eigentlich sind wir überhaupt nicht für diese Partei, aber wir wussten nichts Besseres, also oder lehnen eigentlich diese rein nationalistischen Sachen ab, dann merkt man, also da ist eine ganz große Suchbewegung und ich nehme diese Menschen ernst, die das gewählt haben. Spannend ist allerdings zu sagen, was passiert denn da auf einmal? Was ist jetzt in diesem einen Jahr passiert mit Trump und mit dem Brexit? Da werden jetzt am letzten Tag, also nach der Wahl, wie oft das Wort
wir sind gewählt worden, weil das Problem Massenflucht in der Gesellschaft ist. Wie oft muss man Massenflucht sagen, bis alle glauben, wir haben Massenflucht und das ist das Problem. Und das ist etwas, was heute Abend bei Arne, dachte ich wieder dran, wie ist das, sich monatelang mit diesen Figuren zu beschäftigen, und wo er sagt, ich versuche die jetzt noch körperlich nachzuspielen und mich hineinzuversetzen und zu merken, ich werde eigentlich gerade schwach, weil ich fange an, dass mein Denken sich angegriffen wird, mein Körper, und wo bin ich eigentlich? Und was sind das für, in was für einem medialen Dauerfeuer leben wir gerade? Und wie gehen wir damit um? Und ich glaube, dieses mediale Dauerfeuer eines Trumps hat dafür geführt, dass er jetzt an der Macht ist. Dass er so lange Probleme aufs Tableau gebracht hat, bis sie da gewesen sind, angeblich, und dass er das was retten kann. Und ich glaube, wir müssen die Methodik und die Strategien versuchen zu verstehen und diese auch zu sichtbar zu machen, zu sagen, guck mal, das ist eine Strategie. Schon wieder wird das Gleiche gesagt, obwohl es fachlich nicht belegt ist. Jetzt wird schon wieder eine Angst geschürt. Wie kann es sein, dass in einer Stadt, wo es 10 Asylbewerber gibt und 20.000 Deutsche, die AfD eine Ausländerangst hat davor? Das ist ja nicht real, das ist ja gemacht. Und ich glaube, vielleicht kann da das Medium Theater der Ort sein, wo man über das Medium diskutiert und sagt, wie geht denn Kommunikation? Wie gehen denn Bilder? Was für Bilder werden denn projiziert und was sollen die erzählen? Und ich glaube, da ist es ganz ernst zu nehmen, die Menschen, die wählen gehen, einen demokratischen Prozess machen, und trotzdem muss man sagen, was sind denn eigentlich eure Gründe für diese Wahlergebnisse und wie können wir fähig werden, mündige Leser, mündige Hörer, mündige Seher zu werden in diesem medialen, dauerhysterischen Dauerrauschen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, das zu üben. Auch ich lerne an so einem Abend ein bisschen mehr die Geister zu scheiden. Ich würde nochmal, mich hat es auch fasziniert und auch gefreut, und das, Ulrich Kuhn hat das zwischendurch ganz kurz gesagt, dieser Punkt der Haltung, also dieses Aufklären, das Ganze, ich meine, das ist nicht nur die Aufgabe von Theater, das ist auch die Aufgabe von so einem Haus wie hier, das ist die Aufgabe in den Medien, aufzuklären und immer, und das wird auch ehrlich gestanden die Aufgabe im Bundestag die ganze Zeit werden, die nächsten 4 Jahre, all die Zumutungen, all dieses ständige Provozieren, dem entgegen zu halten, was es wirklich, was passiert wirklich und wie ist, und diese Strategien auch zu entlarven. Aber wenn man dann nicht völlig in diesem kleinen Boot, von dem hier die Rede war, untergehen will, dann ist eben die Haltung so wichtig. Und ich meine, wir haben es ja ganz wunderbar, war dieser Satz von diesem Staatspolitiktypen da aus Österreich: Es geht, wir wollen ja gar nichts, es geht uns nur um die Macht. Wir wollen nur die Macht. Und da würde ich sozusagen auch nochmal im Blick auf die Geschichte, auch im Blick auf meine eigene Geschichte sagen, wer nichts will, wer nicht weiß, wofür er kämpft, wer nicht weiß, wer keine Hoffnung hat und keine Zukunft, der wird verlieren. Ja? Und das ist etwas, was mir auf jeden Fall Hoffnung macht und was auch meine Haltung stärkt. Ja? Meine grundlegende Empathie und mein Vorrang für die Würde des Menschen. Und das ist, glaube ich, dieses Wort der Haltung. Ich würde mir wünschen, dass wir viel mehr darüber reden, wie das zustande kommt. Moment, das Mikro kommt. Ja, Arne Vogelgesang. Hallo, Entschuldigung, dass ich jetzt doch nochmal spreche. Ich habe ja vorhin schon so viel gesprochen. Aber das hat mich jetzt getriggert, weil ich glaube, das ist ein gigantisches Missverständnis, so Leute wie den Sellner so zu verstehen, dass sie sagen, wir wollen nichts, wir wollen nur die Macht. Es ist nämlich genau umgekehrt. Das sind Leute, die wollen was. Und wenn ich habe ihn aus diesem Grund damit drinne, um dem nun mal bürgerlich-weißen Publikum, was in diese Theater kommt, zu zeigen,
dass es da durchaus was gibt, vor dem man Angst haben muss. Weil diese Leute wollen sich auch nicht an einem demokratischen Diskurs beteiligen, sondern sie wollen die Macht übernehmen. Und dagegen muss man was tun. Und dafür wäre sowas wie Haltung aber notwendig. Und dann ist die Frage, ob wie können wir noch mehr von den Rassisten ins Theater kriegen, die richtige Haltung ist, weiß ich nicht. Es gibt ja andere Leute, die nicht repräsentiert sind in dem Stück. Sie haben es ja selber gesagt, die Leute in dem Bus. Ne? Und was mich so sehr ambivalent für mich im Theater, sozusagen, wenn ich einen Abend mache, wichtig ist, so sehr strengt mich das an, wenn ich dann eine nicht künstlerische Diskussion darüber höre, weil die, die tatsächlich das Problem haben mit dem Rassismus, das sind ja weder die, die dort jetzt vielleicht Freaks oder nicht Freaks oder nicht irre oder intelligent oder nicht intelligent sind und dann aber auch nicht die Leute, die dann hier mehrheitlich im Publikum sitzen, sondern ganz andere, die auch nicht repräsentiert werden in so einem Abend und meistens auch nicht in so einen Diskussionsrunden. Weswegen diese seltsamen Gespräche, Entschuldigung, ich schmeiß das jetzt mal raus, so darüber, was machen wir denn jetzt mit denen da und wir und man weiß aber nie genau, wer jetzt ist eigentlich wir und wer sind eigentlich die, weil das ständig so eine komische Verständigung der Deutschen darüber ist, wer jetzt die Guten und wer die schlechten Deutschen sind, wo man sich das alles hin und her spiegelt, was man so lange tun kann, wie man kein reales Problem hat damit. Und ich muss ja mit so einem Abend den tatsächlichen Opfern von Rassismus nicht erklären, dass Rassisten scheiße sind für sie. Das ist klar. Aber es ist wichtig, den Leuten, die jetzt in den Institutionen sitzen, zu erklären, dass auch sie ein großes Problem kriegen werden, wenn das so weiterläuft, wie es läuft. Und dass man dagegen was tun muss. Jetzt ist noch vielleicht noch drei Meldungen und dann ist unsere Sendezeit hier. Ich glaube, dass man auch ein bisschen weggehen muss von den Köpfen, die halt im Wohnzimmer ihre Schau abziehen, sondern wirklich viel mehr die Menschen erreichen muss, die dafür, die das anklicken, also die Räume identifizieren muss. Was sind das für Menschen, die dafür empfänglich sind? Weil darüber sprechen wir gar nicht. Also welche Menschen hören sich das an? Welche Menschen sagen, Mensch, die haben recht und sind vielleicht die nächste Schau, die entsteht? Und ich glaube, da kann man ansetzen. Bei einigen Menschen, die dort gezeigt wurden, ist, glaube ich, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Hopfen und Malz verloren. Die muss man einfach ein Stück weit auch so lassen, wie er auch sagte. Aber die Menschen, die halt noch verführt werden, die müssen wir bekommen. Und ich glaube, das ist die große Schwierigkeit, sich dann auch in Räume zu bewegen, wo man sagt, naja, da sind die anderen, die sind anders, die sind komisch oder so. Und ich glaube, das gelingt uns ganz oft nicht. Dass wir halt so eine Gruppe dazwischen oft fallen lassen. Ja, dann war hier irgendwie... Wer, ja, bitte. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Michael von Zumühlen. Ich lebe zurzeit in Halle und mache da auch Theater. Halle ist eine Stadt, wie man ja vielleicht weiß, sie kam ja auch bei Arne im Vortrag vor, wo durchaus identitäre Bewegungen eine relativ große Stärke mittlerweile erlangt haben. Die AfD hat selbst jetzt bei der Bundestagswahl noch 20% ungefähr da erzielt in der Stadt. Und mich irritiert gerade auch eine Sache ein bisschen daran, wie die Diskussion hier geführt wird. Oder ich möchte nochmal eine Sache vielleicht in Erinnerung rufen oder problematisieren. Wir können uns jetzt alle nach dieser Wahl sehr gut einigen darauf, dass wir Demokratie wollen und dass demokratische Werte die richtigen sind. Das ist auch alles schön und gut. Ich sehe das auch so. Ich glaube, wir verkennen aber bei dieser Diskussion, dass wir, und das auch das zeigt Arne in gewisser Weise ganz gut, indem er sozusagen von Startbahn West über die Hartz-IV-Demonstration zu Pegida zeigt, dass letztendlich eine emanzipatorische Alternative aus, sagen wir mal, sozialdemokratischer oder linker Bewegung letztendlich abgehalftert worden ist in den letzten 20 Jahren. Und wir gleichzeitig auch erlebt haben, eine Politik, auch vertreten beispielsweise durch die rot-grüne Bundesregierung ab 1998, eine zunehmende Politik der Entsolidarisierung über Hartz-IV-Reformen. Wir haben auch erlebt, dass eine ausländerfeindliche Politik immer eine Karte war, die die bürgerliche Gesellschaft bereit war, zu jedem Zeitpunkt zu spielen. Und ich glaube, dass wir es uns zu einfach machen, wenn wir jetzt sagen, wir besinnen uns jetzt sozusagen auf unsere Demokratie und die inneren Widersprüche sozialer Natur, die in dieser Gesellschaft herrschen, nicht reflektieren
Und meine Frage wäre jetzt anschließend daran, wo ist eigentlich da die Aufgabe des Theaters, sagen wir mal, auch für eine andere Politik einzustehen? Für ein anderes, nicht bloß, wie sind wir jetzt sozusagen das bessere Marketing-Tool für eine bestimmte Vorstellung von Demokratie, sondern wo kann das Theater darüber, wie es soziale Themen formuliert, wie, sagen wir mal, auch eine linke Alternativstrategie, ein linkes alternatives Denken und eine linke Alternative in der Analyse der Gesellschaft nach vorne bringen kann, eine Rolle spielen. Möchte jemand dazu was sagen? Die Frage, ich habe es aber nicht die Antwort. Also es ist ja immer wieder ein Versuch. Es sind immer wieder Versuche. Und wir haben das Zentrum für politische Schönheit auf unsere Bühne gelassen und haben mit ihnen zusammen gearbeitet. Und wir haben gedacht, vielleicht kommt da was. Es ist dann, manche Sachen haben dann überhaupt nicht funktioniert. Was aber funktioniert hat, war auf einmal, dass sich unser Theater für diesen Abend, für diese Abende, wo wir gespielt haben, auf einmal in einen Ort eines linken Diskursraumes hineingegeben hat. Und es war, die Inszenierung dauerte 1,5 Stunden, die Debatten, die danach waren, dauerten 2 Stunden, wo auf einmal wirklich gestritten worden ist im Zuschauerraum über deutsche Militäreinsätze in Syrien. Müssen sie sein, müssen sie nicht sein? Und auf einmal passierte etwas, was ich nicht für möglich gehalten hätte, dass auf einmal so ein Impuls geht. Und das ist, wir müssen neue Wege gehen, wir müssen dünnes Eis betreten, um herauszufinden, können wir das, diese Utopie vielleicht mal versuchen in diesem Spielort Theater, der dann vielleicht eine Strahlwirkung hat. Was können wir, wie wir die mit dem Peng-Kollektiv eine Rückrufaktion gemacht haben und allen Waffenhändlern in Amerika oder vielen Waffenhändlern gesagt haben, ihr müsst leider alle Heckler- und Koch-Waffen wieder zurück nach Deutschland schicken, weil ihr seid jetzt nach Paragraph, ich glaube 26, kein sicheres Drittland mehr, seitdem der Trump gewählt worden ist, bitte schickt uns unsere Waffen zurück. Und das war ein theatraler Witz gewesen, oder eine Debatte, die dadurch angeschlagen ist, wo durch ganz Amerika ein kurzer Schock gegangen ist und sagt, was macht ihr hier mit uns? Heckler und Koch wollte einen Anwalt auf das Theater schicken. Das sind so Sachen, wo man das versucht, auf einmal auch Leute anzusprechen und in die Debatte zu sagen, wie geht denn eigentlich unsere Waffenlobby in Deutschland und wer ist eigentlich ein befreundetes Land, was ordentlich mit unseren Waffen umgeht, die wir verkaufen. Also das sind so Versuche, aber es sind Versuche, Antworten habe ich nicht. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir eine neue linke Politik formulieren müssen auf dem Theater. Dezidiert nicht. Das sind Fragesteller. Übrigens ist man ganz schnell drin, wenn so eine Frage gestellt wird, dass man den halben Spielplan erklärt. Ich finde, als Theater muss man solche Fragen zulassen. Wir haben über der letzten Spielzeit die Zeile gehabt, keine Angst vor niemand. Und dann kann man am Schluss fragen, und Leute, haben wir mit diesen Ängsten, haben wir das formuliert, mit welchen Formaten haben wir das hingekriegt oder nicht hingekriegt? Die nächste Spielzeit ist überschrieben mit welche Zukunft? Das ist natürlich dezidiert auch eine Frage, die hat mit dem Individuum und mit der Gesellschaft als Ganzem zu tun. Wir sind keine Ersatzpolitiker, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen es eher öffnen. Und wir sind schon gar keine Antwortgeber, dass man in bestimmten Segmenten dann scharf hinguckt. Also um jetzt auch ein Beispiel zu nennen, wenn wir sowas machen wie Lesbos, Blackbox Europa, dann ist es natürlich eine Recherche. Oder unsere Schauspieler waren jetzt auf dem G20-Gipfel und dann gibt es jetzt ein Projekt. Das ist natürlich auch richtig, da nicht auszuweichen. Aber übrigens auch beim G20-Gipfel habe ich zu meinen Schauspielern gesagt, geht bitte auch zu den Polizisten hin und es steht nicht wieder in der Ecke rum, wo wir sowieso einer Meinung sind. Das finde ich nämlich auch so eine Gefahr. Wenn das Theater sich sowas vornimmt, muss es nicht vorher schon die Lösung haben. Es muss im Grunde ehrlich fragen wollen. Und das nimmt man ihm im Endeffekt dann ab als Besucher oder nicht.
Und da muss es auch selber, wie soll man sagen, zunächst mal aus einer Ratlosigkeit suchen, um dann vielleicht die Besucher mitzunehmen, zu nehmen. Und dann müssen die Fragen so gestellt sein, das fände ich schon gut, dass jeder Zuschauer praktisch ohne eine eigene Antwort nicht leben kann. So, das wäre so das Ideal für mich. Aber keine Aktivierung jetzt, so wie ich auch, also da bin ich missverstanden worden, weil Sie das jetzt so gesagt haben, wen nehmen wir noch alles mit, dass man, nee, ich glaube auch, dass es um große Bereiche, über die wir ja auch jetzt gesprochen haben, ne, Thema der Geflüchteten oder aber auch Thema Rassismus geht, die natürlich in so einem Kontext auch bei Ihnen ja kein Thema sein konnten. Ich würde auch gerne nochmal zurückfragen. Ich hatte so ein bisschen gehört, dass Sie vielleicht der Meinung sind, dass also ein großer Teil der Enttäuschten oder so aus sozialen Gründen, dass wir sozusagen soziales Thema haben. Das hatte ich so ein bisschen als Basis Ihrer Argumentation gehört. Ist das so? Das Mikro an? Ja. Ich meine jetzt nicht unbedingt die Frage, sind die Menschen, die jetzt, sagen wir mal, sich für diese Themen interessieren oder auch auf diese Weise dafür interessieren, wie Arne es eher gezeigt hat, oder die AfD wählen, dass es ausschließlich, sagen wir mal, proletarisierte Menschen in der Gesellschaft sind. Das meine ich nicht. Aber es ist letztendlich dennoch ein Spiegel ja davon, wie eine Gesellschaft umgeht mit sozialen Themen und sozialen Fragestellungen, die sich dann vielleicht als ein kulturelles Problem oder sowas auch äußern. Was ich eben wirklich, mein Hauptpunkt ist und in der Frage ist der, dass ich mich gerade wirklich schwer tue, damit zu sagen, wir sind sozusagen die Demokraten, auf der anderen Seite stehen die anderen und dabei aber die im Moment vielleicht Gefahr laufen, die inneren Widersprüche. Und das meine ich eben damit, dass wir eine entsolidarisierende Politik eigentlich in den letzten 15 bis 20 Jahren erlebt haben. Dass wir mit der Erfahrung in gewisser Weise umgehen müssen, wenn wir begreifen wollen, dass es solche Effekte wie gerade bei der Bundestagswahl oder was hier Arne gezeigt hat, gibt. Ja, also das Thema entsolidarisierende Politik, klar kann man das so sehen, aber dann ist sozusagen die Frage, aus welchen Formen der Solidarität sind wir hergekommen und wie weit geht unsere Solidarität? Ja, jetzt im Grunde genommen die Menschen, die aus Gründen von Armut und wirtschaftlicher Benachteiligung versuchen, nach Europa zu kommen, sind auch solche, die, das sind die Entsolidarisierten, die ihre Solidarität mit, also unsere Solidarität mit ihnen einfordern. Also ja, deswegen fühle ich mich immer so mit diesen Erklärungen nicht so ganz wohl. Ne? Was für eine Art von entsolidarisierender Politik haben wir erlebt und Piketty und so nachweist, dass das Kapital unglaublich gestiegen ist und wer arbeitet, kann überhaupt nicht so viel Reichtum erwerben wie jemand, der Kapital angelegt hat und so. Das ist auch alles so. Und trotzdem ist das ist jedenfalls meine tiefe Überzeugung, was wir im Moment hier in Deutschland erleben. Es ist auf der einen Seite, hat Andreas Wirsching heute, das ist ein Historiker, in so einem Interview gesagt, es ist eine Normalisierung, die wir nicht als Normalisierung akzeptieren, weil das etwas ist, was in ganz Europa ja vor sich geht und jetzt auch hier passiert, auf einem ganz anderen Hintergrund als in anderen Ländern. Aber wir erleben eben auch etwas, was sich abkoppelt von der reinen Sozialerklärung. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Ne? Es sind Leute, die sich sozusagen den rechten Gedankengut und die Flüchtlinge sind an allem schuld, die Geflüchteten sind schuld, dass ich meine Rente nicht kriege, dass hier die Bushaltestelle verschwunden ist, dass der Arzt 200 Kilometer oder 200 ist Quatsch, aber jedenfalls, dass es am Ort keinen Arzt mehr gibt und keinen Laden mehr gibt oder so, nicht dieses, da verschiebt sich kulturell etwas. Und ich, für meine Begriffe ist es so, dass wir haben dafür noch keine Kategorien.
Also auch keine politischen Kategorien. Ja. Wir haben links und rechts und das ist klar, das macht sich fest an den sozialen Fragen. Wie stehe ich zu den sozialen Themen, zu Wirtschaft und Sozialen? Aber wir haben für diese kulturellen Verschiebungen, die sich plötzlich ergeben, noch keine Kategorien und die suchen wir. Also ich würde auch dir nicht so ganz recht geben, wenn man auf die Theater guckt und sagt, wir leben in so einem selbstzufriedenen Mitte und hauen auf die Rechten drauf. Ich empfinde die Theaterlandschaft in Deutschland gerade, dass es sehr in Bewegung ist. Also ich mache das jetzt seit 20 Jahren, aber was in den letzten Jahren passiert ist, durch die gesellschaftliche Veränderung, durch die Notwendigkeit, die klarer wurde, sich zu positionieren, auch durch die Digitalisierung, aber auch durch solche so Ensemble-Netzwerk zum Beispiel und Zusammenöffnung mit Künstlern von verschiedenen Professionen, mit Aktivisten zusammenzuarbeiten, habe ich das Gefühl, auch jetzt durch 2015 die Züge, die angekommen sind, wie viel Theater haben aufgenommen, du hast erzählt, es gab Sprachkurse bei euch, die immer noch weitergeführt werden. Also die Theater sind in ihrer Struktur, haben die sich extrem gewandelt und sind dann als Strukturen auch immer wieder Mikrokosmen, die versuchen, neue Gesellschaftsformen weiterzuentwickeln. Also ich sehe es gerade gar nicht so negativ, wie du es beschreibst, sondern eigentlich gerade positiv, dass wir arbeiten gerade daran, neue Formen des Miteinanders hinzubekommen. Nach außen in die Gesellschaft rein, aber auch nach innen in unsere Betriebe hinein. Ja, das ist ein gutes Schlusswort, finde ich, weil der Abend ist schon ziemlich fortgeschritten und wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen fürs Zuhören, für die interessierte Teilnahme an dem Gespräch. Bei Ihnen bedanke ich mich ebenfalls und wünsche uns allen noch einen schönen Abend. Applaus